Viele technische Handelshemmnisse sind hausgemacht, das heißt, sie basieren auf Schweizer Gesetzgebung. Da brauchen wir keine EU, da brauchen wir das Ausland nicht. Das könnte das Parlament oder je nachdem der Bundesrat von sich aus reduzieren. Es gibt unendlich viele solche Handelshemmnisse und jedes Mal, wenn eines wegfällt, hat das die Wirkung, dass der Handel günstiger wird. Je mehr Handel, je offener Grenzen sind, umso innovativer sind Volkswirtschaften. Sie kennen das alle aus Beispielen von starken, heftigen Kartellen. Je abgeschotteter ein Markt funktioniert, je geschützter ein Markt ist, umso träger wird er, umso plumper wird er, umso mehr nehmen Innovationen ab. Erst durch offene Märkte kommt eine Dynamik hinein, entsteht Wettbewerb. Und Wettbewerb führt dazu, dass Innovationen mehr gefragt sind, man muss sich permanent neu positionieren. Wettbewerb ist anstrengend, aber er bietet eben auch unendlich viele Chancen, die in einem geschützten Markt, die in einem Kartell überhaupt nie zum Tragen kommen, weil sie nicht gefragt sind. Je mehr Wettbewerb Sie haben, umso höher ist die Innovation. Wettbewerb führt dazu, dass man agil sein muss, dass man jeden Tag seine Position neu überdenken muss. Es gibt Konkurrenten, man muss laufend sich weiterentwickeln. Und das Gegenteil haben wir auch erlebt in sehr kartellistischen Umfeldern oder als Paradebeispiel der frühe Comecon Ostblock. Da gab es keine Veranlassung, gut zu sein, sondern das Nötigste, das reichte völlig. Und je offener eine Volkswirtschaft ist, umso innovativer ist sie. Sie muss eben, wie gesagt, sich immer neu positionieren. Und die Schweiz als sehr offene Volkswirtschaft hat schlussendlich davon profitiert. Jetzt wäre es einfach schön, wenn auch noch die Landwirtschaft davon profitieren dürfte und eben sich dem Wettbewerb stellte, weil die einzigen Verlierer, die es heute gibt, ist die Landwirtschaft in einem protektionistischen Umfeld. Der Handel in der Schweiz beschäftigt 680.000 Menschen. Das sind 15% aller Erwerbstätigen, arbeiten im Handel. Neben der öffentlichen Verwaltung auf allen drei Stufen, Bund, Kanton und Gemeinde, ist das mit Abstand der größte Arbeitgeber. Das ist eine Zahl, die man so nicht kennt, die Tatsache widerspiegelt, dass die Schweiz eine Handelsnation ist. Harte Kartelle, die muss man bekämpfen und zwar mit allem nötigen Druck und Nachhaltigkeit. Die Verschärfung, die jetzt vorgesehen ist und die interessanterweise sowohl gewerbliche als auch gewerkschaftliche Kreise zu Recht vehement bekämpfen, die führte dazu, dass man in einem Gesetz Regeln hineinnimmt, die man überhaupt nicht durchsetzen kann. Sie können das Preisniveau so tief drücken, wie Sie wollen, dann wird man sehr rasch über die Löhne sprechen. Also Finger weg von Kartellgesetzübungen, die populistisch sind und die vor allem auch im Ausland überhaupt nicht durchsetzbar wären.